Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Stefan Tschech und heute geht es mal wieder um Licht. Um Licht von der Firma Dedolight aus München, das LED-Licht 4.0. LED-Licht ist heute nahezu allgegenwärtig. Im professionellen Filmbereich wie auch im privaten Bereich setzen wir uns natürlich mit dem Licht auseinander, mit der Qualität des Lichtes auseinander. Und genauso weit ist auch das Spektrum an, was ist gutes Licht. Für den Privatmann zu Hause, der entscheidet, gefällt mir das Licht, ist es ein schönes Licht, ist es ein warmes Licht, ist es ein kaltes Licht. Passt es zu dem Wohnraum, zu deinem Arbeitsraum oder ist es einfach nur hell? Und wie bei allen Lampen, wie bei allen Lichtquellen, hat auch die LED hier natürlich ihre speziellen Eigenheiten. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Werbung uns eine ganze Menge über die LEDs erzählt und wie es für die Werbung üblich ist, eine ganze Menge verspricht. Es wird immer gesagt, LEDs sind nicht warm oder werden nicht warm. Das ist Quatsch. Zwischen 85% und 90% der aufgenommenen Energie gibt eine Halogenlampe als Wärme ab. Und fast den exakten Wert erreicht auch die LED. Auch die LED gibt zwischen 80% und 90% der aufgenommenen Energie in Wärme ab. Nur muss man auch fairerweise vergleichen, wenn ich 400 Watt Halogen habe, habe ich die zehnfache Menge als bei einer 40 Watt LED-Leuchte. Was aber unterschiedlich ist, ist die Abstrahlung der Wärme. Eine Halogenlampe ist im Prinzip ein Glaskörper, in dem das Leuchtmittel zum Leuchten gebracht wird. Ich brauche also außen herum einen Reflektor, der das ganze Licht, was diese Birne erzeugt, bündelt und nach vorne wirft. Deshalb habe ich nach vorne hinaus in einer Halogenlampe eine wesentlich höhere Wärmeabstrahlung. Die LED selbst hat eigentlich nur auf dieser ganz kleinen Fläche, auf der diese LED ist, eine Wärmeabstrahlung. Also im Prinzip mehr nach hinten als nach vorne. Deshalb hat die LED nach vorne hin nicht eine so hohe Wärmeabstrahlung. Die Hersteller von LED-Lampen müssen sich mit dem Thema Wärme, Wärmeableitung im Gehäuse beschäftigen. Also ein ganz wichtiger Punkt beim Bau von LED-Lampen ist die richtige Wärmeabführung vom Gehäuse. Und das bedarf in den meisten Fällen eine komplette Neuentwicklung des Gehäuses, des Aufbaus dieser Lampen. Mit der LED 4.0 von Dedolight beschreitet Dedolight einen neuen Abschnitt in ihrem Portfolio an Lampen. Nach sehr erfolgreichen Entwicklungen im Halogenbereich haben sie nun jetzt auch natürlich auch die LEDs aufgegriffen, aber sie gehen in ihrer typischen Art sehr vorsichtig ran und sagen nicht, Halleluja, kein Problem, können wir euch auch bauen, sondern der hohe Qualitätsanspruch, den man von Dedolight gewohnt ist, wird auch hier verwirklicht. Also schauen wir uns doch einfach mal hier die 4.0 an. 4.0 heißt übrigens, man bereitet sich vor darauf, dass es Updates gibt. Also genau wie in der Software gibt es ein 4.1, 4.2. Das bedeutet, ich habe dann nicht mehr die gleiche Lampe, sondern da wurden bestimmte Veränderungen, verschiedene Updates gefahren. Bei Lampen jetzt weniger per Firmware-Update, aber auch da wird es sicherlich Weiterentwicklungen geben. Ganz sicher wird es dort Weiterentwicklungen geben. Und um dem gerecht zu werden, um das auch in der Bezeichnung klar zu machen, hat man sich dafür entschieden, dass man bei 4.0 anfängt. 4. Klar, 40 Watt. Es wird eine 20 Watt geben und es wird noch größere bis hin zu Studiolampen geben. Also da wird einiges auf uns zukommen. Einer der wirklich großen Vorteile von LEDs ist, es gibt sie als Tageslicht- und als Kunstlichtvariante. Und manchmal sogar beides in einer Lampe.
Wie hier zum Beispiel bei der 4.0 B-Color. Ich habe hier mein Netzteil und das Netzteil, so ist sie aus, bin ich auf Stufe 1, habe ich Tageslicht. Gehe ich auf die Stufe 2, habe ich Kunstlicht. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, dass ich sozusagen Tages- und Kunstlicht beides gleichzeitig dabei habe. Und dazu muss man auch sehen, dass der Trend eigentlich immer mehr zum Tageslicht geht. Also viele Fernsehstudios haben auf Tageslicht umgestellt. Hat auch seine Vorteile, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Raum ausleuchte mit echtem Tageslicht am Fenster und ich habe dann auch meine Tageslichtlampen im Raum, dann habe ich hier nicht mehr diese teilweise schwierige Mischlichtsituation. Doch nun kommen wir meiner Meinung nach zum Wichtigsten am Licht. Natürlich neben der Effizienz und der Farbtreue, der Farbechtheit, das sind nämlich die Lichtformer. Denn das beste Licht nutzt uns nichts, wenn wir es nicht formen können, wenn wir es nicht richten können, wenn wir es nicht an die Stelle in der Szene bekommen, in der Form, wie wir das brauchen. Und jetzt kommt das Schöne. Die ganzen Sachen, die man kennt von den Halogenlampen von Dedolights, die gibt es auch jetzt für LED-Lichter. Sie kennen jetzt nicht alles? Okay, ich stelle Ihnen ein paar sehr interessante Sachen vor. Fangen wir mal an mit den Toren. Die Tore sind an jeder guten Lampe dabei. Die sind einfach dafür da, um das Licht zu richten, um es abzuschattieren, um es zum Beispiel an einem bestimmten Stellen nicht hinscheinen zu lassen. Die kleinen Seittore hat man so dreigeteilt gemacht. Diese dreigeteilten Tore haben den Vorteil, man kann sie schön zusammenschieben und kann so mit einer sehr kleine Öffnung erzeugen. Und hier oben ist noch eine Öffnung für einen Farbfilter zum Beispiel. Aber eine einzelne LED und nur diese Tore, das würde auch nicht den wirklich gewünschten Effekt erzeugen. Denn was ich unbedingt brauche, ist die Möglichkeit, ein Spot oder ein Flutlicht zu generieren. Also wirklich einen Punkt anzuleuchten oder ein relativ gebündelt das Ganze zu machen und zu streuen. Und hier kommt die wirklich geniale Erfindung der doppelasphärischen Linsen zum Einsatz, die bei allen Dedolights Halogenlichtern vorhanden ist. Durch das Drehen des gelben Ringes wird das Gehäuse auseinandergeschraubt, also voneinander getrennt, diese Hälften, und dadurch wandern die asphärischen Linsen weg von der LED und damit erreiche ich einen Spot. Wird das Gehäuse wieder zusammengeführt, dann erreiche ich eine Flutstellung. Bei dieser hochwertigen Lichtprojektion habe ich wirklich einen sauberen Lichtstrahl. Ich habe kein Streulicht, ich habe keine farbigen Ränder und so weiter, wie man das von vielen anderen Lampen her kennt. Und auch hier kommt wieder der sehr hohe Qualitätsanspruch durch, den wir von Dedolights kennen. Und sicherlich sind Ihnen meine Hintergründe aufgefallen. Diese Hintergründe sind projiziert und zwar mit einem solchen Projektionsvorsatz, die es für die Halogenlampen von Dedo gab und jetzt auch für die LED-Lampen. Schauen wir uns diese Projektionsvorsätze mal etwas genauer an. Wir haben also einmal den DP1 und den DP2. Der DP2 hat sogenannte Framing Shutter Plates. Ich habe also einmal hier vorne meine Optik, die ich verschieben kann und damit die Randschärfe einstellen kann von meiner Projektion. Und ich habe hier, sieht man sehr schön, diese seitlichen Fenster, die ich verschieben kann. Durch dieses Verschieben, durch diese Matten, die ich hier frei alle vier unabhängig voneinander verschieben kann, kann ich mein Projektionsfenster, jetzt in dem Fall hier ein Rechteck, absolut frei gestalten und zwar unabhängig von meinem Projektionswinkel. Also ich kann meinen Projektor im 45, im 20 Grad Winkel aufstellen zu meiner Fläche, auf die ich projizieren möchte. Da ich alle vier unabhängig voneinander bewegen kann, kann ich sogar ein absolutes Quadrat selbst schräg projizieren. Wofür man das braucht? Also eingesetzt wird es weltweit zum Beispiel in Museen. Weil in einem Museum kann ich nicht unbedingt die Lampe immer im optimalsten Winkel vor mein Bild hängen. Für den Filmbereich ist es auch eine tolle Geschichte, wenn ich an ganz bestimmten Bereichen mein Licht werfen möchte. Also so präzise das Licht mit Außentoren anzusetzen, ist eigentlich gar nicht möglich.
Doch kommen wir nun zu meinem Lieblingsspielzeug. Das ist hier der DP1 Image Projector, wie er genannt wird. Das ist wirklich eine super klasse Geschichte. Fangen wir vorne an. Wir haben vorne eine Optik, die man verstellen kann. Also ich kann hiermit die Schärfe meiner Projektion einstellen, ob ich es jetzt scharfkantig haben möchte, so wie jetzt im Hintergrund. Das ist übrigens der DP2 mit diesen speziellen Shuttern. Also ich kann die Schärfe mit dieser Optik hier einstellen und durch Austausch dieser Optik hier vorne kann ich auch auf eine unterschiedliche Entfernung der Projektion eingehen. Und es ist nicht immer toll, wenn der Hintergrund so scharf ist. Man kann gerade durch ein bisschen unscharf, eine unscharfe Projektion ein bisschen mehr Schärfen und Tiefe in das Bild hineinzaubern. Das nächste ist hier dieser Spalt. Das ist eine federgelagerte Aufnahme für sogenannte Gobos. Es gibt unterschiedliche Arten von Gobos. Das hier sind sogenannte Stahlgobos. Das sind im Prinzip, wie man hier schon sieht, und einige haben sie schon an der Wand hinter mir gesehen, das sind solche aus Metall ausgestanzte Formen. Die werden hier in einen sogenannten Gobo-Halter eingeschoben und können dann in den Projektor eingeführt werden. Ich kann sie natürlich 360 Grad drehen und somit dementsprechend auch die Ausrichtung meiner Projektion bestimmen. Das ist ganz wichtig, wenn man sein Bild gestalten möchte. Denn natürlich sollte der Hintergrund zu dem jeweiligen Motiv, das ich gerade filme oder das ich darstelle, auch passen. Damit kann man die Wirkung des Bildes extrem unterstreichen. Ob der Strahl von oben nach unten, von rechts nach links, hinterm Kopf vorbei oder wie jetzt hier einfach nur ein Akzent in den Hintergrund setzt. Ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug zur Bildgestaltung. In die gleiche Aufnahme passen auch diese Geschichten hier. Das sind Effektglas-Gobos. Und zwar nicht bloß farbig, sondern wie man schön im Hintergrund sieht, haben sie eine 3D-Struktur. Sie sind also wirklich richtig dreidimensional aufgebaut. Damit habe ich die Möglichkeit, nicht nur ein Motiv darzustellen, sondern ich kann mir bestimmte Bereiche in dem 3D-Bereich aussuchen. Natürlich muss man immer darauf achten, dass der Hintergrund auch zum Motiv passt. Wenn ich also jetzt zum Beispiel einen Politiker interviewe, dann mag vielleicht das Bild, das ich jetzt im Hintergrund habe, nicht unbedingt dazu passen. Ist es vielleicht aber der Nobelpreisträger in Medizin, der gerade seinen Preis bekommen hat für neue Entdeckung eines neuen Bakteriums, dann mag das vielleicht der richtige Hintergrund sein. Natürlich gibt es von diesen Gobos eine große Auswahl. Alleine von diesen Stahlgobos gibt es einmal sozusagen ein Starter-Set, da sind 6 Stück drin. Da ist erstmal so alles, was man so braucht, so von Jalousie bis Dschungel. Schon mal eine sehr gute Startmöglichkeit. Wenn einem das nicht reicht, gibt es, glaube ich, knapp über 300 verschiedene Stahlgobos, schon fertige, die man sich aussuchen kann. Und wenn das auch nicht reicht, dann kann man sich sogar noch seinen eigenen Stahlgobo anfertigen lassen. Das ist im Prinzip eine Scheibe, die ist mit Laserstrahl ausgestanzt. So wäre zum Beispiel das eigene Firmenlogo als Projektion möglich. Zwischen dem Projektionsvorsatz und der Lampe können solche Farbfilter eingeschoben werden. Man kann natürlich, weil die LED-Lampe, selbst die 40-Watt-Lampe, selbst vorne nicht so warm wird, kann man auch mit einem gewissen Abstand eine Folie einlegen oder einschieben. Aber besser ist doch, wenn man solche hochwertigen Glasfilter hat, einfach weil die Farbe dann dementsprechend auch stimmt und natürlich auch, weil die Wärme- und hitzebeständig sind. Auch hier gibt es eine ganze Reihe an Auswahl von Farben und gerade diese Stahlgobos gemischt mit Farben, wie man es jetzt hier auch gesehen hat, ist natürlich eine prima Sache. Manchmal ist Weiß toll, aber nicht immer. Was es auch noch gibt, ist eine sogenannte Iris. Auch die kommt vorne in diese Projektionsaufnahme. Alles ganz, ganz wichtige Werkzeuge zur Lichtgestaltung. Es gibt im Prinzip 3 unterschiedliche Netzteile. Zum einen das normale An-Aus. Das ist das für die normale Lampe im Tageslicht. Dann haben wir das mit einer Doppelwippe mit Stellung 1 und Stellung 2
für Tageslicht und für Kunstlicht. Und es gibt auch so ein Netzteil für den Batteriebetrieb. Also wenn ich jetzt da dementsprechende Batterien hier anschließe, ist das 40 Watt Licht auch für unterwegs nutzbar. Wir haben Tore, wir haben fokussierbares Licht und wir haben die Projektion. Also wir haben Möglichkeiten, über einen Projektionsvorsatz unser Licht nochmal einen komplett anderen Charakter zu geben. Hier auf der rechten Seite, von Ihnen aus gesehen linke Seite, ist die kleine Lezilla mit einer kleinen Softbox und einem Kunstlichtvorsatz. Podcast schon gesehen, hier mal anschauen. Und auf der Seite habe ich meine Filoni, eine Flächenleuchte, wird auch von Dedolight vertrieben. Hinter mir meine Projektion. Da oben in der Ecke ist so ein kleines LED-Licht, was noch so eine kleine Kante setzt. Und schon ist das Ganze im Rennen. Also man kann wirklich mit dem ganz kleinen Lichtset doch eine sehr, sehr annehmbare Bildgestaltung erreichen. Über das Netzteil kann ich natürlich stufenlos hier mein Licht dimmen. Und selbstverständlich haben wir hier keine Farbverschiebung. Ich sage einfach mal so selbstverständlich. Bei Dedolight ist es selbstverständlich, bei anderen ist es nicht. Auch das ist ein Qualitätsmerkmal von guten LEDs, dass sie bei jeglicher Leistung die gleiche Farbe haben. Noch hier nochmal vielleicht der Tipp, wenn Sie auf einer Messe einmal die Möglichkeit haben, einen Vortrag oder eine Präsentation von Dedolight, der Firma Dedolight aus München zu sehen, nehmen Sie sich die Zeit, setzen Sie sich dazu, hören Sie zu, lernen Sie, die Leute wissen, von was sie sprechen. Ein Tipp noch am Ende, wenn Sie sich diese ganzen Lampen kaufen, dann kaufen Sie sich auch gleich dazu die richtige Tasche. Denn nichts ist schlimmer, viel, viel Geld in die Ausrüstung gesteckt und dann in Plastiktüten durch die Gegend getragen. Ich bin ein Freund davon, alles ordentlich in den Taschen zu haben. Hat nämlich den ganz großen Vorteil, man macht sich auf zum Dreh, nimmt eine Tasche und man weiß, es ist alles drin. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dem tollen Licht zu spielen. Denn Licht ist eigentlich die Möglichkeit, meine Geschichte gut zu erzählen, mit den richtigen Bildern zu erzählen. Und schöne Kameras, schöne Objektive, aber ohne im richtigen Licht können Sie alle Ihre Stärke gar nicht ausspielen. Nutzen Sie die unheimliche kreative Möglichkeit, Ihr Licht zu gestalten, Ihr persönliches Licht zu setzen, um dem Bild die Schönheit zu geben, die die Story verlangt. Denn die Story ist nun mal das Wichtigste im Film. In diesem Sinne, Ihr Stefan Tschech.